Also, wir sind auf dem Rückweg gewesen von der Uni und sind über so eine Fußgängerbrücke drüber gegangen, um halt über die Straße drüber zu kommen. Gott, ist das ein hässlicher Anhänger. Und auf dieser Brücke haben die halt ohne Scheiß so ein Zeichen auf die Straße gemacht mit Selfie Point, zwei Fußabdrücken, damit du weißt, wie du stehen musst für ein Selfie, damit du idealerweise das Hörsaalzentrum direkt hinter dir hast, damit das schön auf diesem Selfie ist. Genau so ein Punkt, so da musst du stehen, damit auch jedes Selfie vom Hörsaalzentrum gleich aussieht. Und ich habe mir sagen lassen, die haben in Dresden noch mehr von diesen Selfie-Punkten verteilt, damit du überall Selfies machen kannst, die dann auch exakt gleich überall aussehen, von jedem. Weil es gibt nichts Schöneres, als dass überall dasselbe Selfie geschossen wird. Schon schlimm genug, dass die Leute überall dasselbe Landschaftsfoto schießen. There I am, along with all the other winners. I should say artists instead. Vor der alten Mensa auch. Wer will denn ein Selfie mit der alten Mensa? Ach, das ist ja alles furchtbar. Ich frage mich wirklich, was das soll. I never thought I'd get to speak to a gallery receptionist about my own work. Nice. Dann mach mal, dann sprechen wir mal über deinen. Dann gehen wir ein bisschen an. You must be Max Caulfield. Congratulations for your Everyday Heroes photo. The exhibition is quite impressive, especially with your entry. Schleimer. Schleimer. The Zeitgeist Gallery does have a cool history in Frisco. I mean, San Francisco. Wenn sie Zeitgeist aussprechen, ich liebe die Amerikaner, wenn sie Deutsch sprechen. Genauso wie die Amerikaner es ja lieben, Deutsch zu hören oder so. Das ist alles. Schon hat er dieses Kindergarten. Gibt's ja auch ein englisches Wort, das ist so dumm. Hey, I sent my kids to the kindergarten. It's okay. I need to drop some serious cash in there. Staff only, verdammt, ich dachte, hier gibt's ein Klo. Ah, da hinten! Ich bin ja Max und Max muss erstmal aufs Klo. Verdammt. Okay, wir waren auf Toilette. Das hat gereicht. Wow, Sir. A Danny Lee article. Wer ist Danny Lee? Who cares? Oh Gott, das will ich mir nicht alles angucken. Das sind alles nur Flyer. Niemand guckt sich Flyer an. Niemand. Dir kann ich nicht reden, du bist unwichtig. Gästebuch. It's great to read all these comments. Even the mean ones. Okay. Oh, das sind hässliche Statuen. Total arty und so. Arty Statuen. Sowas habe ich mal im Kunstunterricht gemacht. Das sah ganz genauso aus. Someday. I like. Oh, but imagine how much time it takes to make one sculpture. Ist mir doch egal. Ist mir doch egal. Das finde ich gut. So bei Kunstgalerien so ein einzelnes Bild mit einer Couch davor, damit du es auch richtig lange beobachten kannst. Und den tieferen Sinn hinter diesen zwei alten Menschen im Wald, im goldenen Schnitt in Sepia herausfinden kannst. Weil die alten Menschen repräsentieren Alter und Sepia repräsentiert Alter, fehlt eigentlich... Warum hat dieses Bild keine Vignette? Das fehlt eigentlich noch, dann hätten wir so einen richtig schönen alten Arty-Stil. Aber was soll's. Woman. Ja, es ist eine Woman, ganz klar. Hätte ich jetzt nicht erkannt, aber gut, dass ihr mir das nochmal sagt, Spiel. Aren't you from Blackwell Academy? I wanted to go there, guck mich an, wenn ich mit dir rede. They have such a cool program. I bet you're learning a lot. Alter, guck mich an, wenn ich mit dir rede. Oder du mit mir. Eigentlich hast du mich ja angesprochen, aber ist ja auch egal. Look at this. Sag mal hier, ach, guck mal. The depth of field, the colors. Look at the bokeh shape. This was definitely shot with a medium format camera using a Leica 35mm lens. You can definitely find out those details. The story of a photo, if you know how to look at all the details of a picture. Oh, this is... So interesting, Matthew. I didn't think you knew about it. With depth of field, die Farben, die Ausrichtung, das ist ungefähr das, was ich gerade unten gesagt habe, nur noch dümmer und sarkastischer.
Das ist so richtig schön. Fotoanalyse. Wir schmeißen ein paar Fachbegriffe rein und dann noch, es ist eindeutig mit einer Mittelformatkamera. Als ob eine Mittelformatkamera irgendein vernünftiges Depth of Field hinkriegen würde. Und Leica-Objektive? Gibt es überhaupt Leica-Objektive? Stellt Leica Objektive her? Egal, besaufen. Champagne makes me think of me and Chloe getting busted with that wine. Und warum, Max, du... Ach, die ist auch nichts zu haben. So, how are you handling your new fame as a photographer? I don't feel like a famous photographer yet. Every journey starts with the first step. I'm only a Blackwell bureaucrat, not an artist. But you've made us proud with the great response to your work so far. I don't know. I'm just lucky. There's no way I'm a real photographer yet. Don't sell yourself short, Max. Maybe I feel guilty for celebrating. Leave that to me. I should have been more proactive about Kate Marsh and her awful situation. She's strong, and I'm glad she made it out of that hell. I should have put my foot down with Nathan Prescott. Or put my foot in his ass. Not your fault. I tried to tell you. Das kannst du ihm ja nicht sagen, weil das ist ja in einer Zeitlinie passiert. Möglicherweise hast du es ihm gar nicht gesagt. Oder vielleicht ja doch, man weiß es nicht. Mark Jefferson was good about hiding his tracks. We were all fooled by him. Most of all me. As you might know, I have a weakness for prestige. And Jefferson had such a great reputation. Nobody expected him to be so disturbed. I couldn't believe the police found those sick photos in his dark room. Oh, those poor girls. At least he's in jail along with Nathan for kidnapping and murder. And Sean Prescott is now under serious investigation for all his years of corruption. Money and power can only protect you for so long at Arcadia Bay. The irony is that for once, Sean Prescott actually had no clue what was going on with Jefferson. And he even brought him to Blackwell. Maybe it's karma. Now if we can just figure out what's going on with the weather, maybe everything will be like it was before. Environmental science is above my pay grade, Max. But it sure would be nice to get back to Blackwell Academy the way it was before. I'm hoping this is a fresh start, Principal Wells. Like I said before, you're an adult now, Max. You can call me Ray. Oh, at least for this event. Now, if you'll excuse me, I hear the buffet calling me again. Ein sehr guter Mensch, würde ich ganz genauso machen, vor allem wenn ich nur als Begleitperson mitkomme. Also im Grunde nichts dazu beigetragen habe, dort zu sein, außer dass ich die Begleitperson bin, alles leer fressen. It was cool that Principal Wells came along. He could have canceled our entries after what happened with Jefferson. Food, komm. I guess I have to get used to the idea of fancy food I don't want to eat. Mit dir ist aber auch alles kaputt, Max. So, reden wir nochmal mit irgendwelchen random Leuten über Kunst. Hier, der Mann, mit dem kann man reden. Kann ich nicht, weil ich es nicht hinkriege. Ich hab oh, A gedrückt, hey, komm. You're the one who entered the self-portrait. Or actually, do you call it a selfie? Anyway, I was very impressed about how you subverted it to make all of your photo subjects the focus. Oh, very smart. Look at what? Schon wieder in der Zeitung. Young and grunge. He'll think about those days for the rest of his life in prison. Good. Ach, der hat doch 100 Pro einen guten Anwalt und konnte im Jahr wegen guter Führung wieder raus. Das gibt's an dem Bild, Foto nicht zu verstehen. Eindeutig ist die Kamera im Fokus, weil goldener Schnitt. Man kann auch alles auf goldenen Schnitt zurückführen, ne? Das ist total langweilig. Das Bild kommt mir irgendwie so ein bisschen als Erinnerung an die vierte Episode. Also so ein bisschen, dann habe ich das Gefühl, das hängt hier wegen. Jetzt fange ich an, Kunst zu interpretieren. Oh, guck mal, ein Mann. Wir können mit ihm reden. This is the best everyday hero show I've seen since it began. All the pictures say a lot about our times. Bravo. Das Foto finde ich gut. Die Aussagen sind so klar und eindeutig und also es spricht mich einfach an. Ich meine, die Farben, der Fokus, der Step of Field, der goldene Schnitt und so, also das Foto top. Also da kann man
da fällt mir nichts weiter zu ein. Das ist top, also perfekt. Besser kann man es nicht machen, außer vielleicht in Farbe und mit weniger Kleidung. Aber ansonsten wäre das super. Und bewegt vielleicht, so als GIF oder sowas. Und das ist auch gut, hier gibt es was zu essen. Das Foto finde ich gut. Keine Ahnung, worum es sonst noch in dem Foto geht, aber es, ich sehe Essen. Essen ist wichtig. Es ist ein eindeutiges Foto, was einem Glücklichkeit der Menschen in der Essensindustrie zeigt. Weil sie dürfen den ganzen Tag mit Essen arbeiten. Das ist ein Policeman. Excuse me, I just wanted to tell you how much I loved your photograph. I've seen a lot today. Sie sehen mich alle nicht an, wenn sie mit mir reden. Das ist so unhöflich. I can't wait to see much more of your work in the future. Als ob Max das nochmal hinbekommt, nochmal irgendein Foto zu machen. Ha! Ha! Oh, ich kann mich hinsetzen. Perfekt, jetzt erstmal. Boah, das war so anstrengend alles, dieses Rumlaufen und drei Leuten reden. How can I process this after all the death I've seen this week? I wish Chloe was here with me now. Without her, I couldn't have fought Jefferson. And she always pushed me to not be shy about my photos. Even if that feels so trivial after what happened with Rachel and Kate. But for whatever reason, I have this power. I hope I finally used it right. Ach ja. Gut. Das war Aufstehen mit B. Wow, drei Leute gucken sich dein Foto an, Max. Und sie haben es so groß skaliert, dass ich weiß nicht, ob das mit so einem analogen Polaroid-Foto überhaupt so eine gute Idee ist, das so groß zu skalieren. Ah, weiß es nicht. Hey, I love your shot. I just wanted to say congratulations and I hope you get a lot more attention. Alle so Schleimer. Gibt's nicht mal irgendjemanden, der sagt, ja, ich verstehe dein Foto nicht? This makes me feel so sad. I got boys back in high school. Das verstehe ich nicht. Hey, bleib stehen! Bleib stehen, ich will mit dir reden. Bleibst du... Ach, sie ist alle so unhöflich. They put me to sleep, but I like how this show is about specific actions, you know, not just abstractions. Oh, ein Vogel. Ist doch ein Vogel, oder? The Zeitgeist is doing some unique stuff this year. How do these galleries afford to rent here? Das mit dem Baby und dem Hund ist auch ganz süß. Die Fotos sind jetzt alle nicht so begeisternd. Ich sehe jetzt, ja, es sind ein paar schöne Ausdrucke dabei, aber naja, also es ist jetzt alles so das, was man eigentlich bei Default erwarten würde, ne? Das finde ich jetzt nicht so berauschend, muss ich ehrlich sagen. Ist ein nettes Porträt, aber ist jetzt nichts, was ich in so eine Galerie unbedingt hängen würde, zumal es kaum Aussage hat. Wenn es jetzt irgendein Penner... Achso, warte, jetzt habe ich die Aussage gesehen. Ja, natürlich, das amputierte Bein ist es natürlich, ja... Ja, also, ist okay. You must be the everyday hero for Blackwell. My name is Lauren Francis and I run the media department at Detroit School of Visual Arts. I'd love to talk about you being a residency next spring. Don't say anything to Principal Wells yet. Ja, tanze ich vor Freude. Was haben wir sonst noch so? Oh, das mit dem Astronauten finde ich ganz so. Sorry, I don't know your name, but I saw your picture in the gallery brochure, and I just wanted to let you know how cool your entry was. Ihr seid alles so Schleimer. Mit euch kann ich alle nicht reden. So, ich guck mir jetzt mein eigenes Foto mal an. Hi, and there she is to save the day. Hi. You did it, Max. You're a real artist, at least for today. Aua, meine Ohren? Hey, are you okay? We lost you there for a second. Your notes. I'm okay. Jet lag. High altitude.
Jetzt ist doch der Sturm in Dingenskirchen hier. Come on. Please answer. Wir sind nicht da, ne? What? Oh no. Chloe, where are you? Chloe, can you hear me? Hello? Hello? Oh my god. The tornado was real. Oh, I didn't fix shit. Chloe will die. Arcadia Bay is gonna be destroyed. Hat sie sich auch einen schönen Punkt zum Telefonieren ausgesucht. For good. Okay. Interessant. Also erstmal schnell auf Toilette. Gut, das war die Toilette. Jetzt fühle ich mich wieder 2 Kilo leichter, wenn ihr versteht, was ich meine. No fucking way. Chloe can't die again. I have to save her. Damit wäre das, was jetzt schon, das 4. Mal? Einmal von Nathan, dann dem Zug, dann Jefferson und jetzt vor dem Sturm. Ja, das wäre das 4. Mal. Ich könnte uns echt mal ein Bier ausgeben. Principal, retten Sie Chloe! Sie haben doch bestimmt irgendwo eine Wettermaschine, mit der man Wetter beeindruckt. Okay, Entschuldigung, ich höre schon auf. I do not understand art. Ich verstehe Art auch nicht. So manchmal denken wir auch so, was? Art? Art. Das finde ich immer so lustig, wenn man die Kunsthochschüler sieht, wie sie irgendwo rauskommen. Oder die Sozialwissenschaften. Was Leute nicht so studieren. Wirtschaftswissenschaften. Informatik. Mathe. Alles grauenvoll. Gott, sie hat ein Stativ. Wie hat sie das? Hat das Ding eigentlich einen Zeitauslöser? Wie hat sie das Ding da gewechselt? Oh, my head. What is going on now? It feels like reality is breaking apart. What am I doing to time? Das wüsste ich auch gerne. Du machst die gesamte Zeit kaputt. My previous timeline was so perfect. I just have to make one simple change, so I won't end up in San Francisco. Simple. Ey, dann landest du wieder bei Jefferson, das ist dir bewusst, ne? Ach nee, warte, wenn du David, dann landet vermutlich Victoria in Dings bei. Wir haben ja immer noch Jefferson an David verpetzt über die SMS. Und wenn wir jetzt das Foto zerreißen, dann landet höchstwahrscheinlich Victoria im Contest. Was passiert, wenn ich jetzt hier warte? Passiert dann irgendwas? Max, nee, ich glaube nicht. Do not screw up this timeline. You're almost done. Aber du screwst es schon wieder ab, wenn du jetzt das Ding zerreißt, ne? Du machst alles kaputt. Sorry, San Francisco. Chloe comes first. Jetzt ist das Bild auch immer so klein. Dieses Bild, das ist so dynamisch in der Größe. Das ist ja, es skaliert einfach von alleine. So, wer geht jetzt nach links? Habe ich nicht mitbekommen. Jetzt bin ich verwirrt. Landet sie jetzt doch wieder mit Jefferson im Keller oder was? Warum? Aus welchen Gründen? Wieso? Ich verstehe es nicht. Hä? Also eigentlich müssten wir doch jetzt nur in Dings landen. Ich bin verwirrt. Sunshine for everyone, but as far as I...